Hallo, mein Name ist Nicola Barke von der Hundeschule Dog Experience in und um Rostock. Ich möchte euch heute eine ganz spannende neue Geruchsgeschichte vorstellen, und zwar das Geruchsmemory. Geruchsmemory bedeutet, ich präsentiere meinem Hund einen Geruch und bitte ihn, aus einem Suchfeld den gleichen Geruch nochmal zu suchen. Memory. Geeignete Gerüche, um sowas zu machen, sind zum Beispiel Backpulver, Zimt, also Gewürze im Allgemeinen. Dass ihr einfach guckt, welches Gewürz ist jetzt nicht so stark vom Geruch, dass der Hund sagt, oh Gott, sowas will ich gar nicht suchen. Sondern sehr milde Gerüche, Gewürze auszusuchen. Hefe könnt ihr nehmen, ihr könnt sämtliche Teesorten nehmen. Ich mache das immer so, manchmal hat man ja so in der Weihnachtszeit zum Beispiel so Weihnachtstees, wo man jetzt, wenn es wieder warm wird, sagt, ach, die trinke ich nicht mehr und Weihnachten trinke ich sie jetzt dieses Jahr auch nicht. Dann sind die über und dann gehen die bei mir in die Hundekiste über und ich benutze die Weihnachtstees zum Beispiel ganz gerne. Ihr könnt sämtliche Arten von Öl benutzen. Olivenöl, Walnussöl, was auch immer ihr gerade so benutzt. Damit ihr nicht die Gefahr habt, dass der Hund zum Beispiel die Gerüche anfängt zu essen, gerade so Teebeutel oder so, dass die Teebeutel zerlegen, packen wir das in Umverpackungen rein. Dafür könnt ihr nehmen zum Beispiel so Leinsäckchen. Ihr könnt schöne Becher nehmen, in denen ihr euch oben ein Loch reinbohrt, dass der Hund daran schnuppern kann. Ich habe eine nette Kundin, die häkelt solche Säckchen, die kann man toll nehmen. Und was ich gerade noch in meinem Schrank gefunden habe, waren so kleine Schultütchen. Also seid da kreativ, alles so, was an Umverpackungen möglich ist, nutzt das, dass ihr auch breit gefächert quasi euer Geruchsmemory aufbaut.